Hi Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven KF hier in Norderstedt und wir sind die Spezialisten, wenn es um das Thema Fahrzeugsicherheit geht. Seit 25 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Autosicherheit und in meinem heutigen Video geht es darum, warum es so wichtig ist, sich eine nachträgliche Alarmanlage einbauen zu lassen und sich nicht auf das werkseitig verbaute System zu verlassen. Der Besitzer dieses Citroëns ist eines Morgens nach Hause gekommen und musste feststellen, dass sie ihn übers Wochenende den Vorgänger hiervon gestohlen haben. Und was besonders ärgerlich ist, wenn diese Fahrzeuge im Ausland wieder auftauchen ohne Einbruchspuren. Und heutzutage wissen die Diebe ganz genau, wie sie mit sogenannten Frequenzwellenverlängerern oder Phishing-Tools oder Turbodecodern oder OBD-Tools Fahrzeuge entwenden und ohne Einbruchspuren öffnen. Und es gibt sehr, sehr häufig Probleme mit der Versicherung. Und deshalb ist es so wichtig, sich ein nachträgliches System einbauen zu lassen. Wir verbauen diese Viper-Alarmsysteme täglich. Noch niemals musste ein Kunde von uns in 25 Jahren jemals einen Verlust hinnehmen. Da sind wir sehr stolz drauf. Und was wir hier verbaut haben und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal demonstrieren. Wie die Viper-Alarmanlage in Verbindung mit dem 2-Zonen-Mikrowellensensor euer Fahrzeug optimal schützt, möchte ich euch mal demonstrieren. Ich brauche das Fahrzeug gar nicht zu berühren. Ich gehe an das Fahrzeug ran, schau rein. Und die Alarmanlage sagt jetzt schon, hau ab, hier an diesem Fahrzeug hast du nichts verloren, such dir einen anderen Citroën, hier hast du kein leichtes Spiel, hier ist keine werkseitige Alarmanlage verbaut, die du über die Onboard-Diagnose dekodieren kannst, hier ist ein Alarmsystem verbaut mit einer sogenannten Wechselkodierung, mit einem Code-Hopping. Das heißt, diese Handsenderfrequenzen wechseln jedes Mal. Täglich erreichen uns Anrufe von Kunden, deren Fahrzeuge aufgebrochen worden sind oder dessen Fahrzeuge gesamt verschwunden sind und immer wieder dieselbe Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, das Fahrzeug hatte doch eine werkseitige Alarmanlage. Relativ einfach, die Diebe, die sich darauf spezialisiert haben, mit Fahrzeugen zu handeln und mit diesen hochwertigen Fahrzeugteilen zu handeln, die wissen natürlich ganz genau, wo die Onboard-Diagnose sitzt. Das ist ein weltweiter Standard. Diese Onboard-Diagnose haben alle modernen Fahrzeuge. Und mit solchen oder ähnlichen Codiertools können die Werkstätten natürlich ganz komfortabel die Alarmanlagen ausschalten, die Wegfahrsperren deaktivieren oder unterschiedliche Funktionen programmieren. Aber das nutzen die Diebe natürlich auch, um sich neue Schlüssel anzulernen und die werkseitigen Alarmanlagen lahmzulegen. Und auf Überwachungsvideos kann man halt sehr gut sehen, wie schnell die Diebe sind, wie schnell die in den Fahrzeugen drin sind und wie schnell sie wegfahren und das Ganze spurlos. Um das zu verhindern, bauen wir natürlich eine Alarmanlage mit einem sogenannten Code-Hopping, mit einer Wechselkodierung ein. Und natürlich bauen wir auch immer die Onboard-Diagnose ein. Ganz wichtig. Ja, die Onboard-Diagnose umzubauen ist eine Sache, aber dass man eine Alarmanlage mit einer sogenannten Wechselkodierung hat, ist ganz wichtig und natürlich auch, dass man zusätzliche Sensoren verbaut, wie hier zum Beispiel das Radarmodul, den Neigungssensor und den Schocksensor. Und natürlich auch, dass die Alarmanlage auch weiterhin mit Strom versorgt wird, wenn die Diebe zum Beispiel Batterie anbohren. Deshalb haben wir hier von der Firma Empire das 520T Notstromaggregat eingebaut. Das ist ein Gerät, was erkennt, wenn die Batterie stromlos gemacht wird, die hat eine Sabotage. Leitung und die Alarmanlage löst dann auch schon einen Alarm aus und das Ortungssystem ruft euch dann an. Wie das Ganze funktioniert mit dem Ortungssystem, möchte ich euch mal demonstrieren. Ich schärfe jetzt mal die Alarmanlage. Dann passiert Folgendes. Die Alarmanlage meckert gleich, weil sie sieht, wir haben eine Tür offen. Ganz wichtig für Fahrzeuge, die jetzt einen Kofferraumöffner haben. Dann bekommen wir nämlich jetzt hier diesen Error-Chirp und ich weiß, Moment, da ist noch irgendein Kofferraumdeckel auf. Wenn ich jetzt versuche, das ist jetzt das Radarmodul, weil ich mich bewegt habe in dem Auto. Wenn ich jetzt versuche, das Auto zu stehen, ich mache mir die Zündung an, passiert Folgendes. Ich löse jetzt hier den Alarm aus. Zeige euch das mal. Auf dem Pager bekomme ich hier die Nachricht. Und zeitgleich, in Echtzeit, deaktivieren mal den Alarm, bekomme ich jetzt hier den Anruf von dem GPS-GSM-Ortungssystem. Der Pager meckert auch immer noch weiter rum. Lehne jetzt mal hier den Anruf ab. Und das Ganze funktioniert weltweit. Der Pager hat eine Reichweite, die ist natürlich limitiert, circa eine Meile. Und ja, das GSM-Ortungssystem, das erreicht euch weltweit. Und ihr braucht lediglich eine Prepaid-Karte reinzustecken, 10 Euro Guthaben lang, locker über das ganze Jahr. Und einen günstigeren Schutz, sein Fahrzeug GPS zu überwachen, gibt es wirklich überhaupt nicht. Das Empire Lock 200, was wir hier eingebaut haben, kostet 250 Euro. Die Viper-Alarmanlage kostet 2,99 €. Wer so ein Fahrzeug sein eigen nennt und schon mal einen Verlust hatte, der weiß ganz genau, dass das die allerbeste Investition ist. Vor allen Dingen, dass man natürlich die Alarmanlage nachher wieder rausnehmen kann durch die Cambo-Schnittstelle, die wir hier verbaut haben. Das sogenannte DB-All von ExpressKit, spielen wir lediglich die DNA ein online und wenn der Kunde jetzt sagt, okay, Citroën C5 war ganz geil, aber ich will mir jetzt
was auch immer, ein Renault, Peugeot kaufen oder ein Mercedes, BMW, völlig egal. Rückstandsfrei nehmen wir die Alarmanlage wieder raus und bauen sie nachhaltig in das nächste Auto wieder ein. Und in der aktuellen Situation, was wir hier gerade erleben, wie häufig Fahrzeuge gestohlen wurden, und es ist völlig egal, ob es ein Citroën, ein Peugeot, ein Nissan ist, alles, was einen hohen Nutzwert hat, ist durch den Wegfall der Grenzkontrollen relativ schnell Richtung Osten unterwegs. Und die Verluste sind natürlich sehr, sehr hoch, wenn gerade rauskommt, dass ein Schlüssel angelernt worden ist und die Versicherung sagt, sie möchte gerne einen dritten Schlüssel von dem Auto haben. Man weiß selber aber nur von zwei Schlüsseln. Um diesen ganzen Ärger zu vermeiden oder lange Standzeit in den Werkstätten, Sonnensystem nachrüsten, dann habt ihr Ruhe. Und die Wartezeit bei uns sind ungefähr zwischen 3 und 4 Stunden, je nachdem wie komplex das System ist, wenn wir die Kabelbäume vorher konfektioniert haben und die Alarmanlage programmiert haben. Wenn ihr nicht in der Lage seid, nach Hamburg zu kommen und aus dem Ausland kommt, können wir euch natürlich auch ein fertig konfektioniertes System schicken, was fertig verkabelt für euer Fahrzeug ist, wo die DNA des Fahrzeugs schon aufgespielt ist. Und dann könnt ihr das in eurer Werkstatt vor Ort auch einbauen lassen. Ganz sicher habe ich in meinem Video mal wieder irgendetwas vergessen, dann dürft ihr mich gerne anrufen auf der 0172 4090295. Gerne könnt ihr mir auch eine Mail schicken auf die info@kaistuven.com oder ihr schreibt irgendwas bei YouTube in die Beiträge rein. Oder ihr besucht uns und meine Kollegen hier in Hamburg und schaut euch mal an, wie wir diese Systeme verbauen und wie die in der Praxis funktionieren. Vielen Dank, euer Kai Stüven.